Dies ist ein großer Tag, meine Freunde. Bis zum Eintreffen der Legion war es Fremden 10.000 Jahre lang untersagt, die Nachtfestung zu betreten. Das Schicksal meines Volkes in den Händen von euch, den Fremden. Ihr könnt den furchtbaren Pakt der Königin aufheben. Shannar Dalorath. Wozu dem Verschlinger Widerstand leisten? Das Rad der Zeit, meine Zeit, ist gekommen. Das Zeitschloss ist offen. Sie sind frei. Unsere Leute werden desorientiert sein. Ich werde ihnen sagen, was geschehen ist, damit sie sich bereit machen, wieder anzugreifen. Von hier aus haben wir Zugang zum Palastgelände. Wir können das Tor von innen öffnen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Das Palastgelände ist gleich da vorne. Es ist noch stärker befestigt als die unteren Bereiche. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Mögen eure Füße gute Pfade finden.
Ziel. Ich brauche ein Ziel. Unfähiger, sterblicher Abschaum! Die Nachtgeborenen können die Mörder, schick die Sterbliche, um das Werk eines Dämons zu verrichten! Ich sollte doch siegen! Im dritten Krieg fiel Tichondros im Kampf gegen Illidans Dunkel. Ich glaube den Geist des Dämonenjägers freut das erneute leidvolle Ende des Schreckenslords. Überlasse euch den ersten Schlag. Und das ist alles? Ich bin geschlagen. Freunde der Grummel machen hier ein gutes Geschäft. Endlich kämpfen wir gemeinsam für die Befreiung von Suhamar. Unser Widerstand kann aus den Schatten treten. Die Tore wurden durchbrochen. Wir konnten leider nicht früher kommen, weil wir uns erst durchkämpfen mussten. Ich werde unsere Stellung hier befestigen. Talysra, eure Unterstützung für unsere Champions ist unersetzlich. Sie brauchen eure Weisheit in der kommenden Schlacht. Das Volk von Suhamar schuldet diesen Helden mehr, als es je zurückzahlen kann. Ich werde ihnen bis zum Ende beistehen. Ich behalte euch im Auge. Thank you.
Wenn ihr wüsstet, was euch erwartet, welch Impertinenz! Ich werde es euch zeigen. Seht euch die grausame, eisige Leere selbst an. Glaubt nicht, dass es so einfach bleibt. Atreus hielt sich für so unübertrefflich. Ich gebe zu, seine Demütigung ist mir eine Freude. Surama schuldet seine Schönheit meinen Blüten. Ich allein habe die minutiöse Verflechtung von Magie in den Kreislauf der Natur gemeistert. Ihr wagt es, meine makellosen Gärten zu besudeln? Der Palastgärtner hat sich in eine Pflanze verwandelt. Er ist eben in seiner Arbeit aufgegangen. Ich habe kein Ziel.
Ich bin außer Reichweite. Für Tyrion Fortring-Monster. Auch wenn Krosus ihn nicht eigenhändig getötet hat, war er doch verantwortlich für den Tod unseres Champions. Das Schicksal unserer Welt. Krummel machen Sie ein gutes Geschäft. Alles gut auf euren Reisen. Natürlich habe ich eure Ankunft vorausgesehen. Das Schicksal, das euch hierher führt. Euren verzweifelten Kampf gegen die Legion. Mein Volk stand vor einem ähnlichen Dilemma. Ich suchte in allen möglichen Zukünften eine Antwort und fand nur eine. Der Sieg der Legion ist unvermeidlich. Alle Zeitströme fließen darauf zu. Wenn wir uns gewehrt hätten, hätten sie uns den Nachtbrunnen gewaltsam genommen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Volk ohne seine Energien verhungert und verdorrt. Also ging ich einen Pakt ein. Jetzt sehe ich eine Zukunft, in der die Legion siegt und mein Volk überlebt. Das ist der Strang, der erhalten werden muss. Dafür werde ich alles in meiner Macht Stehende tun. Euer Tod sichert die Zukunft der Nachtgeborenen. Tretet vor, beschleunigen wir dieses Schicksal. Eure Zeitlinien enden hier. Ihr existiert nur in einem Augenblick. Ich habe keine solche Grenzen. Ich habe kein Ziel. Noch ein Ziel. Die Zeit fluktuiert. Euer Untergang naht. In allen möglichen Ausgängen habe ich keinen gesehen, in dem ihr siegreich wart. Was mag das heißen? Zu
spät. Ich bin unaufhaltbar. Ein Genie der Ablenkungen. Ich habe zu tun. Fügt euch. Noch kann es Gnade geben. Zeit, die Seele noch einzeln. Ich bin Gul'dan. Die Inkarnation der Dunkelheit. So kann es nicht enden. Ihr schlagt einen Bauch und denkt, ihr könnt es mit dem König aufnehmen, diese Arroganz. Seht den Schatten der drohenden Zukunft. Der endlosen Finsternis, die eure Welt. Ihr wisst nicht, was euch erwartet! Spürt die Macht! Er übernimmt diesen Titanen, trotz allem.